Hallo und herzlich willkommen, liebe Aktienfreunde, beinahe hätte ich gesagt Automobilfreunde, vielleicht auch Automobilfreunde, aber ich habe schon gesehen, so Automobilfreunde seid ihr eigentlich gar nicht. Wir haben nämlich im letzten Video zur Bestseller-Challenge darüber abgestimmt, welche Automobilaktie oder beziehungsweise ob wir eine Automobilaktie in das Bestseller-Depot aufnehmen wollen und ihr habt euch doch ganz knallhart dagegen entschieden. Das könnte den einen oder anderen insofern überraschen, als dass wir ja, hier Daimler sehen als zweitbeliebteste Aktie der Deutschen. Beliebt in Anführungszeichen ist die am zweithäufigsten anzutreffende Aktie in den deutschen Depots, laut Auswertung der Consorsbank. Und ihr habt gesagt, nee, Daimler wollen wir nicht. Die haben nämlich nur 8% eurer Stimmen bekommen, BMW sogar nur 5%, Volkswagen 18% und keine Automobilaktie 68%. Also mehr als zwei Drittel von euch wollten keine dieser Aktien. Auch BMW und Volkswagen rangieren hier unter den häufig anzutreffenden Aktien in deutschen Depots. Das heißt, es klafft eine große Lücke zwischen dem deutschen Standardanleger und der Aktienfinder-Community hier. Und ich glaube, das ist nicht zu eurem Nachteil. So, jetzt könnten wir einfach weitergehen und sagen, gut, dann gehen wir mal zur Deutschen Bank. Vielleicht ist die ja besser als die Daimler AG. Aber das möchte ich nicht. Ich möchte nochmal bei der Automobilindustrie bleiben. Nochmal kurz hier zum Format. Wir bewegen uns hier in der Best-Challenge. Wir klappern die beliebtesten Aktien der Deutschen ab, die am häufigsten in den deutschen Depot anzutreffen sind. Fragen uns, ob diese Aktie ein gutes Investment ist. Und falls nicht, fragen wir uns, ob wir vielleicht ein besseres Investment finden. Das Ganze machen wir mittels Sparplänen. Und das heißt, ich habe einen Bestseller Challenge Depot, das habe ich auch hier bei der Consorsbank. Die Consorsbank unterstützt das Ganze dankenswerterweise. Und die Bestseller Challenge läuft unter der Sparplanoffensive und da zeige ich, Homo Economicus und Talabox, euch, wie ihr mittels Sparplänen investieren könnt, sei es direkt in Aktien, sei es in ETFs, um von langfristig steigenden Kursen und Dividenden zu profitieren. Wir haben momentan uns für eine Aktie entschieden, das ist KDDE und haben uns damit gegen die Deutsche Telekom entschieden. Und jetzt bleiben wir erstmal in der Automobilbranche. Warum? Weil die Automobilbranche eine Zukunft hat, meine ich jedenfalls, meine nicht nur ich. Es gibt hier im Geschäftsbericht von Dürr, sieht man hier schön die Anzahl der produzierten Automobile, aufgeteilt in Schwellenländer und Entwicklungsländer, hätte ich beinahe gesagt, also Industrieländer, das sind ja wir dabei. Noch sind wir ein Industrieland in Deutschland, mal gucken, wie lange noch. Jedenfalls sehen wir das hier bei den Industrieländern, da stagniert im Prinzip langfristig gesehen die Automobilproduktion, die Anzahl der produzierten Autos, das sind Millionen Stück. Aber hier in den Schwellenländern, ich weiß gar nicht, ob das noch der politisch korrekte Ausdruck ist, ich sage es einfach mal. Besser als dritte Welle ist es bestimmt. Aufstrebende Staaten, ist das richtig? Naja, jedenfalls hier in den Schwellenländern, da steigt die Anzahl der produzierten Automobile ja deutlich an. Ist also nicht so wie bei den Zigaretten, die so langsam abklimmen, sondern wir haben hier nach wie vor ein Wachstum. Jetzt habe ich mir die Frage gestellt, oder wir haben gesehen im letzten Automobilvideo, dass die Automobilindustrie vor schweren Umbrüchen steht, eigentlich schon mittendrin ist. Stichworte sind hier die Elektrifizierung und die Digitalisierung. Und was wir eigentlich nur mit Sicherheit sagen können, ist, dass dieser Umbruch eine Menge Geld kostet. Jede Firma, jedes Unternehmen auf der einen Seite und auf der anderen Seite, dass wir nicht wissen, wer da als Sieger und wer da als Verlierer hervorgeht. Und wir wissen generell, dass die Automobilindustrie ein zyklisches Geschäft ist. Diese Faktoren insgesamt haben es nicht attraktiv erscheinen lassen für uns, in einen dieser Aktien quasi langfristig zu investieren. Völlig nachvollziehbar. Ich habe mir jetzt die Frage gestellt, gibt es denn andere Unternehmen in der Automobilindustrie, die besser durch diesen Umbruch kommen und die vielleicht auch weniger zyklisch sind? Also hier dann die Zulieferer. Hab da geschaut und habe da auch was gefunden, nämlich die Dürr AG und Bridgestone Corporation. Mein Name übrigens Thorsten Tiet. Was ihr hier seht, ist der Aktienfinder und ich bin der Gründer und Betreiber dieser Seite. Es geht, wie gesagt, ums langfristige Investieren in Aktien. Und falls Olaf Scholz zuguckt, mit Aktien kannst du Geld verlieren. Das weißt du wahrscheinlich schon oder ein anderer SPDler. Ich habe keine Glaskugel und ich gebe keine Kaufempfehlung ab.
Das Ganze bitte nicht ja, als Unterhaltung sehen und bevor du investierst, dir selbst Gedanken machen. Ich hoffe natürlich, dass hier was hängen bleibt bezüglich Learning und Fundamentalanalyse. Wir gucken uns also die Dürr AG an und die Bridgestone Corporation. Und die Dürr AG, damit fangen wir mal an. Und ich war hier kurz schon im Jahresbericht drin gewesen, habe mir auch ein paar Sachen aufgeschrieben, die ich euch dazu sagen möchte. Ich scrolle hier mal ein bisschen rum. Also bei der Dürr AG handelt es sich um Unternehmen im Maschinen- und Anlagebau und die erzielen rund 56% ihres Umsatzes in der Automobilindustrie, sei es direkt hier an die großen Automobilbauer oder an Zulieferer dieser großen Automobilbauer. Haben sich etwas diversifiziert, insbesondere 2014 haben sie ein Unternehmen gekauft namens Harmag, deshalb hier der Umsatzsprung und dieses Harmag-Segment. Die sind im holzverarbeitenden Gewerbe tätig, also Möbelindustrie, Parkett, Laminat stand drin, obwohl es eigentlich Kunststoffe sind, hätte ich gedacht, aber stand im Geschäftsbericht drin. Haben sich also jetzt ein bisschen diversifiziert und haben auch noch Kunden in der Pharma- und Chemiebranche. Und was die inhaltlich machen, das sind also ganz stark bei Lackieranlagen, also da insbesondere natürlich für Automobilhersteller, haben da einen Weltmarktanteil von knapp 45%. Mag man gar nicht denken, aber es ist so. Also die liefern immer. Die liefern jetzt nicht Anlagen von der Stange, sondern das sind schon sehr speziell designte Anlagen für die jeweiligen Kunden, für den jeweiligen Standort. Die sind auch relativ stark in der Endmontagetechnik, habe ich mir aufgeschrieben, haben wir hier einen Weltmarktanteil von ungefähr 25%. Noch tätig sind sie bei der Abluftreinigung. Hier haben sie auch Kunden, viele in der Pharma- und Chemie. Industrie und ja, Holzverarbeitung habe ich schon erwähnt und da haben sie einen Weltmarktanteil von 30%. Also ihr seht, die haben eine ganz schöne Durchdringung und mag man vielleicht gar nicht denken bei dieser relativ niedrigen Marktkapitalisierung von ungefähr 1,8 Milliarden Euro. Also als ich hier diesen Jahresbericht gelesen habe, da habe ich dann auch viel wiedergefunden hier von den Herausforderungen, mit denen sich die Automobilbauer konfrontiert sehen. Das färbt ja auch erstmal anzunehmend ab auf die Zulieferer. Und jetzt möchte ich euch mal was zeigen. Was ich ganz interessant finde immer, das sind so das Wort des CEOs oder hier des Vorstandsvorsitzenden, wenn es in Deutsch ist, da kriegt man relativ schön mit, wo der Schuh drückt, was gerade so die Herausforderungen sind. Und hier zum Beispiel findet ihr dann auch so Aussagen wie: Gespräche mit Investoren drehen sich oft um die Frage, ob der Umbruch in der Autoindustrie, denken Sie an E-Mobilität, autonomes Fahren, Konnektivität, also worüber wir sprechen, nicht zu sinkenden Ausrüstungsinvestitionen und Einbußen für den Dürr-Konzern führt. Unser Auftragseingang zeigt das Gegenteil, bla bla bla. Ich habe ja auch hier ein bisschen versucht, mich schlau zu machen, wie die aufgestellt sind bezüglich eben dieser Herausforderung und habe da ein gutes Gefühl und die gehen halt aus einer Position der Stärke heraus. Das sieht man auch am Weltmarktanteil und das ist jetzt nicht so wie Tesla gegen Daimler oder so, dass man das Gefühl hat, die sind jetzt ein bisschen im Hintertreffen und müssen aufholen. Bei Dürr ist es eher so, dass man ein Gefühl hat, die sind ganz voll mit dabei und versuchen die Geschicke halt mitzulenken und sich die neuen Trends einfach zunutze zu machen. Wo sind wir stehen geblieben hier? Dann würde ich einfach mal sagen, gucken wir uns mal Dürr fundamental an. Und da ist ja natürlich hier auch die Gewinnentwicklung immer interessant. Was du hier siehst, das sind zum einen Einbrüche hier in 2009. Ich muss ehrlich sein, in 2005 weiß ich nicht, was da gewesen ist, was da passiert ist. Ist schon etwas länger her. Der Einbruch ist also eher ein bisschen ungewöhnlich. Interessanterweise fehlen hier auch die Daten von meinem Datenprovider für 2005. Fangen wir einfach mal hier an mit der Finanzkrise. Und bei der Finanzkrise siehst du eben typisch Automobilindustrie erstmal, dass auch Dürr nicht gefeit gewesen ist vom Umsatzeinbruch. Du siehst dann aber auch auf der anderen Seite hier, dass es danach doch erstmal relativ schön aufwärts ging, dass sie dann angefangen haben, Dividenden zu bezahlen. Hier aber hast du wieder so eigentlich im Prinzip eine Seitwärtsbewegung. Wir haben auch hier einen Dividendenrückgang von 1,10 auf 1 Euro momentan, obwohl aus der Sicht des Jahresüberschusses und
Dürr bezieht sich bei der Ausschüttungsquote auf den Jahresüberschuss und nicht auf den Free Cashflow, obwohl da ja noch etwas Platz wäre. Also die Ausschüttungsquote momentan um die 45%, bezogen eben auf den Gewinn. Wenn du den freien Cashflow nimmst, das siehst du, dass die Dividende nicht gedeckt ist. Deshalb wäre jetzt die Idee, als nächstes mal hier in die Vollanalyse reinzugehen. Denn wenn die Dividende nicht gedeckt ist durch den laufenden Cashflow, dann heißt das ja nichts anderes, als dass unterm Strich Geld rausfließt aus dem Unternehmen, um die Dividende zu bezahlen. Geld fließt immer raus, aber es fließt mehr Geld raus, als reinkam in dem Geschäftsjahr. Und dann gucken wir mal, ob die Substanz die Dividende decken kann, beziehungsweise wie lange sie das könnte, um einfach ein Gefühl dafür zu kriegen, wie sicher die Dividende ist. Und da brauchen wir eigentlich nicht allzu viel. Da brauchen wir nur hier die Cashbestände und die Wertpapiere, die leicht zu Cashgeld zu machen sind. Und dann siehst du hier anhand der Tilgungsgraf diese leichte Unterdehnung, die wir momentan haben. Und die ist wirklich relativ leicht. Also 69 Millionen Dividenden sind für 69 Millionen sind Dividenden ausbezahlt worden. Der freie Cashflow war bei 34. Das heißt, in Summe müssen 35 Millionen aus der Substanz finanziert werden, mussten finanziert werden. Und jetzt Stand jetzt haben wir aber noch Cash in Höhe von 461 Millionen. Das heißt, da passt die Unterdeckung der Dividende locker rein. Ich würde mal so sagen, so Pi mal Daumen, 15 Jahre wäre das der Fall. Und du siehst dann auch hier anhand der, momentan siehst du es nicht, aber wenn wir das jetzt wieder einblenden und wir den Zoom abstellen, dann siehst du, dass hier von steigenden freien Cashflows ausgegangen wird, sodass dann hier die Unterdeckung in Bälde ein Ende finden sollte. Insofern wäre dann die Dividende auf dem jetzigen Niveau, sage ich mal, in Anführungszeichen sicher. Ihr seht aber, dass ja hier trotzdem zu einer leichten Dividendenkürzung gekommen ist. Wie gesagt, die Dürr AG guckt hier drauf auf die Ausschüttungsquote basierend auf dem Gewinn. Gut, so viel dazu. Vielleicht nochmal möchte ich darauf hinweisen, dass durch diese Diversifizierung hier, diese auch in der holzverarbeitenden Industrie ab dem Jahr 2015, wo angeblich die höchsten Margen erzielt werden, habe ich im Jahresbericht 2018 gelesen, dass wie dann Dürr etwas unabhängiger geworden ist, als es eben noch von der Automobilindustrie, als es eben noch im Jahr 2009 der Fall war. Ich kann euch jetzt nicht sagen, wie hoch der Umsatzanteil im Jahr 2009 der Automobilindustrie war, aber er lag definitiv über 56%. Und 56% ist das heutige Niveau. Da würde ich sagen, gucken wir uns mal die Dividenden an und jetzt wechseln wir in die Bewertung. Dann gucken wir uns erstmal hier den Dividendenturbo an. Und das hier liegt schon so lange zurück, das würde ich jetzt erstmal gar nicht nehmen. Fangen wir mal hier so irgendwo bei der Finanzkrise an. Und das siehst du im Prinzip einen Komplettausfall während der Finanzkrise der Dividende und danach dann steigende Dividenden. Jetzt die leichte Kürzung, danach wieder leicht steigende Dividenden. Und was wir sehen, was relativ interessant ist, natürlich die Dividendenrendite, 3,9% ungefähr. Und diese 3,9%, es gab vor kurzem schon mal ein bisschen mehr. Der Kurs scheint also mal noch etwas rückläufig gewesen zu sein und sich dann wieder erholt zu haben. Aber so im Big Picture sind diese knapp 4% doch deutlich mehr als das, was es in der Vergangenheit gegeben hat. Von da aus oder so gesehen könnte die Aktie interessant sein. Und dann haben wir hier eben wieder steigende Dividenden prognostiziert. Also ein kleines Fragezeichen dahinter. Und dann hier sogar ein relativ starker Anstieg. Da will ich mich jetzt aber nicht festnageln lassen, dass es tatsächlich der Fall sein wird. Wichtig aber erstmal einfach hier zu sehen, dass allgemein dass die aktuelle Dividendenrendite doch deutlich über dem liegt, was es so in der Vergangenheit gegeben hat. Von der Finanzkrise mal abgesehen. Dann gehen wir mal hier in die noch aussagekräftigere Bewertung der Aktie rein. Und da siehst du hier den Aktienkurs schon mal, den brauchen wir aber eigentlich noch gar nicht. Wir nehmen den Gewinn und den operativen Cashflow. Du siehst, dass der operative Cashflow relativ stark ausschlägt. Deshalb würde ich hier mal den Gewinn nehmen als Grundlage für die Fair Value Berechnung. Und das sind dann auch die KGVs.
Und ja, die KGVs sind hier relativ unterschiedlich. Hier 7, 8. Dann haben wir hier teilweise sogar 18, hier 21. Also man kann entweder von da anfangen oder von da, würde ich mal sagen. Macht vermutlich keinen großen Unterschied. Ich nehme mal den Zeitraum hier. Und dann hätten wir ein durchschnittliches KGV von 13. Sind wir also momentan leicht drunter, sieht man schon. Und dann blenden wir mal den Kurs ein und legen mal den fairen Wert basierend auf dieser Einstellung drüber. Hier siehst du dann KG-fairen Wert von 0, weil Dürr keinen Gewinn gemacht hat während der Finanzkrise. Nicht irritieren lassen. Tun wir mal hier ein bisschen reinzoomen. Dann siehst du aber hier schon, dass der Kurs den fairen Wert doch durchaus respektiert, den wir hier ausgerechnet haben. Das ist dann wieder das typische Bild von Unter- und Überbewertung. Und dann nehmen wir die Annäherung hier an den fairen Wert. Und momentan sind wir leicht drunter. Interessant auch immer diese Übertreibung, wo dann immer wieder zum fairen Wert zurückkommt der Aktienkurs. Dann haben wir wieder die letzte Übertreibung, hatten wir, als der Aktienkurs ungefähr bei 60 Euro war. Und dann ist der Gewinn, siehst du hier, also ich blende nochmal mit ein, dann ist der Gewinn hier ja mehr oder weniger leicht eigentlich rückläufig gewesen oder moderat rückläufig gewesen, sage ich mal. Und der Aktienkurs aber Spitze hier doch stark eingebrochen. Also der hat sich mehr als halbiert. Der Gewinn hat sich nicht halbiert. Der halbierte Gewinn läge dann ungefähr bei 1,40, aber der war bei 2,20. Das ist halt dieses typische Phänomen an der Börse von Über- und Untertreibung. Wenn du halt erstmal einen sehr ambitionierten Kurs hast und dann werden die Ambitionen nicht erreicht, das sieht man ja hier. Dann wird die Luft abgelassen vom Aktienkurs, der eben so aufgepumpt war. Und dann heißt es, dass man hier erstmal auf massiven Kursverlusten sitzen kann. Das ist natürlich unschön. Schöner ist, also hat ja alles zwei Seiten, schöner ist, dass der Kurs momentan relativ weit unten ist, hier bei 25,69. Und das liegt unterhalb des fairen Werts, der bei 30,65 liegt. Also hat man hier ein Aufwärtspotenzial von rund 20%. Da ist jetzt die Dividende schon mit einbezogen. Und wir haben dann prognostiziert weiterhin leicht steigende Gewinne, sodass man dann auch auf eine längere Sicht von steigenden Kursen und Dividenden ausgehen könnte. Das wäre dann eine Jahresrendite von 20%, falls es denn so käme, wäre schon recht ordentlich. Der faire Wert Dividenden, den können wir auch mal einblenden. Liegt immer deutlich höher, weil man im Dividendenturbo gesehen, dass die Dividendenrendite deutlich über der Vergangenheit liegt. Das übersetzt sich dann halt auch hier in einem fairen Wert Dividende, der deutlich höher ist als der aktuelle Kurs hier. Da würde ich jetzt aber erstmal weniger drauf geben. Dividende finanziert sich durch den Gewinn, nicht umgekehrt. Also das hier in erster Linie beachten. Der faire Wert basiert auf dem operativen Cashflow. Interesse halber kann man einfach mal einblenden. Ihr seht aber, das wackelt schon doch relativ durch die Gegend. Nähert sich dann aber in der Zukunft doch deutlich dem fairen Wert Gewinn an. Und gibt es dann am Ende sogar eine Punktlandung. Das habe ich gar nicht gewusst. Gut, das wäre dann soweit die Dürr AG als Alternative zu einem Automobilbauer, die ich anzubieten habe. Und als nächstes käme dann die Bridgestone Corporation. Und die Bridgestone Corporation ist Japan. Das wäre dann nach KDDI die zweite Aktie aus Japan in dem Depot. Wäre aus meiner Sicht, würde ich sagen, überhaupt kein Nachteil. Ich habe mir die anderen Aktien schon angeguckt, so ein bisschen Vorarbeitung, und habe dann keinen Japaner mehr gefunden. Also das wäre dann wahrscheinlich, also Stand aktuell, der zweite und letzte Japaner, falls der das Rennen machen würde. Was mich an Bridgestone so gereizt hat eigentlich, das war nicht, dass ich Bridgestone-Reifen fahre, sondern dass ich weiß, dass sie Reifen produzieren. Ich mir einfach erstmal gedacht habe, okay, irgendwie Reifen brauchst du ja immer. Da habe ich so als Privatmann gedacht, dass wenn die Reifen abgefahren sind, dann zwingt mich ja quasi das Gesetz, neue Reifen zu kaufen, wenn das Profil unten ist. Auch dann, wenn ich jetzt eine Finanzkrise habe, weil ich ja trotzdem Auto fahren muss, gegebenenfalls. Naja, dann habe ich mir das Ganze angeschaut und da habe ich auch ein bisschen was zu erzählen. Die machen 85% des Umsatzes tatsächlich mit Reifen und den Rest machen sie mit Sportzubehör. Die produzieren zum Beispiel Golfbälle. Also ja, wahrscheinlich auch so eine Kautschukmasse, aus der sie dann so einen Golfball produzieren, Baumaterialien und so weiter. Aber wie gesagt, 85% des Umsatzes machen sie mit Reifen. Und dann habe ich mir hier mal analog zu Dürr
den Brief vom CEO angeguckt, ob es da so große Probleme gibt und was soll ich sagen, ich habe sie eigentlich überhaupt nicht gefunden. Was die werden wollen, das ist, wo haben sie es geschrieben? Sie wollen dann Totsu werden. Klar, wer will das nicht? Und was sie noch so an Zielen haben, ist Cultivating Global Corporate Culture, Developing Human Resources, Upgrading Global Management Structure. Ich habe das dann so für mich so übersetzt, dass der Herr eigentlich um 12 Uhr Feierabend machen könnte. Das ist aber natürlich nicht tut. Er bleibt trotzdem am Schreibtisch kleben, wahrscheinlich bis 20 Uhr, weil es halt in Japan ist und mit ihm halt die anderen 1000 Angestellten auch. Also ich sehe ja nicht die massiven Herausforderungen, also diese Umbrüche in der Elektrifizierung und Digitalisierung, von denen scheint Bridgestone jetzt nicht massiv betroffen zu sein. Ich sage es mal so. Dieses DNR-Ergebnis ist dann auch aber auf der einen Seite abhängig von den Rohstoffpreisen, also für die Reifenproduktion und dem Wechselkurs zum Yen. Und auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, sie sind konjunkturabhängiger, als ich mir es gedacht hatte ursprünglich. Und das könnt ihr hier sehen. Wenn der Tooltip mal weggehen würde, ich blende mal hier den den Free Cashflow aus. Hier seht ihr, dass in 2008 und 2009 die Gewinne ja doch stark rückläufig gewesen sind, als es eben ja, den Einbruch der Finanzkrise gegeben hat. Ich habe mir dann auch den Geschäftsbericht 2010, 2009 gab es auf der Seite nicht, mir angeschaut und dann haben sie dann auch von einer schwächeren Nachfrage erzählt, beziehungsweise geschrieben. Und die Reifen, die gehen ja nicht nur an den Privatbereich, die Reifen, die gehen ja auch in den unternehmerischen Bereich, irgendwelche Fuhrparks und so. Und da scheint es schon so zu sein, dass man da auch die Erneuerungen ein bisschen nach hinten schieben kann. Also ganz konjunkturresistent sind sie leider doch nicht. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite, wie gesagt, scheinen sie von den Umbrüchen nicht wirklich betroffen zu sein. Es gibt noch eine relativ interessante Seite hier. Wo ist es? Es gibt auf ihrer Seite noch eine relativ nette Zusammenfassung. Hier, wo du nochmal siehst, wie die Segmente aufgeteilt sind. Das hier, also siehst du, dass die Reifen den Hauptteil der Umsätze machen und dann eben noch ein bisschen hier die anderen Segmente. Dann siehst du hier noch, wo so die Umsätze sind. Hauptsächlich in Amerika, worauf wahrscheinlich USA. Nummer 2 kommt dann Japan, gefolgt von China und dem Rest Asiens und dann noch Europa, wo wir eben dabei sind. Ist jetzt nicht so wahnsinnig aufregend, aber ich wollte es mal gezeigt haben. Was du hier siehst, das ist die Umsatzentwicklung langfristig und da siehst du halt schon, dass mehr oder weniger gemächlich mit hier dem Einschlag der Finanzkrise noch so im Prinzip die Umsätze doch so ansteigen. Die Margen, die gehen also ein bisschen hoch, gehen also ein bisschen runter, sind in Summe halbwegs stabil. Und ja, ich habe ja schon erwähnt gehabt, dass die von den Wechselkursen und auch insbesondere von den Rohstoffpreisen abhängen. Dann würde ich sagen, gehen wir mal zur Bewertung über und gucken uns da auch die Dividendenrendite an. Und ähnlich wie bei Dürr sehen wir hier, dass die Dividendenrendite mit momentan 3,7% doch recht hoch ist. Liegt in Größenordnung von Dürr. Und auch hier auf einem historisch ja, sehr hohen Niveau. Es gab mal kurz in 2016, ist die Aktie vermutlich mal kurz eingebrochen. Da war dann die Dividendenrendite noch etwas höher, gab es mal über 4%. Jetzt aber nach wie vor relativ gute Dividendenrendite hier bei 3,7%. Und wenn wir uns die Bewertung anschauen, dann müssen wir erstmal wieder hier gucken, wie wir die Bewertung machen. Moment, das wäre dann das hier. Und das siehst du hier am KGV. Also wir nehmen ja diese Multiples, um durchschnittliches Multiple zu berechnen und darauf basieren dann die fairen Werte. Da gibt es hier in 2,8, weil der Gewinn so klein war, große KGVs. Der eine wird als Ausreißer eliminiert, aber 130 nicht. Das heißt, wir müssen hier anfangen. Ich zeige dir mal, wie das. Also momentan haben wir 11,7. Das ist schon gar nicht mehr da, aber weil, also jetzt haben wir jetzt 12,8 drin, haben wir einen KGV von 22,5. Kommt natürlich ein komplett anderer Fair Value raus, als wenn wir hier anfangen mit der Berechnung. Jetzt haben wir wieder einen KGV von 11,7. Und
Dann haben wir hier den operativen Cashflow und der schwankt wieder etwas stärker als der bilanzierte Gewinn. Dann nehmen wir wieder den fairen Wert, hauptsächlich basierend auf dem bilanzierten Gewinn, legen den hier drüber, zoomen mal ein bisschen rein. Ja, und dann haben wir hier wieder, also der Kurs in Summe respektiert den fairen Wert, ist mal drüber, ist mal drunter. Bisschen mehr hoch und runter als bei Dürr, bei Dürr waren längere Phasen der Überbewertung. Siehst, die Überbewertung war auch in 2017 und dann ist der Aktienkurs wieder zurückgekommen, hat sich hier auch am fairen Wert orientiert und ist eigentlich immer noch am fairen Wert, mehr oder weniger. Und wir haben momentan einen Aktienkurs von 4.371 japanischen Yen. Der faire Wert wäre jetzt basierend auf dem laufenden Geschäftsjahr 4.500 japanische Yen. Also gibt sich nicht viel, sind 4%. Pi mal Daumen, Dividende schon mit eingerechnet. Was interessant ist, ist, wenn du hier die langfristige Dividendenerwartungen ausrechnet, kommst du ja aufs Jahr auf 10%. Wäre auch schon nicht verkehrt. Der faire Wert Dividende liegt genau wie bei Dürr deutlich drüber. Ist auch das, was wir erwartet haben, basierend auf dem Dividendenturbo. Die Annahme wird hier bestätigt. Gucken wir den fairen Wert basierend auf dem operativen Cashflow an, machen die Dividende wieder raus. Da liegt er momentan beim fairen Wert des Gewinns und weil der operative Cashflow wohl stärker steigen soll als der Gewinn, zieht dann auch der faire Wert basierend auf dem operativen Cashflow etwas mehr an. Sodass man dann sagen kann, dass es halbwegs konservativ wäre, vielleicht hier der faire Wert basierend auf dem Gewinn. So, das wäre die Bridgestone Corporation. Und wenn wir uns hier das Ganze nochmal hier im Ranking beispielsweise angucken, da siehst du auch, dass Dürr und Bridgestone ganz oben sind. Bridgestone hat eine Auszeichnung hier als Dividendensprinter. Warum? Weil sie ihre Dividende in der Vergangenheit jedenfalls relativ stark gesteigert haben. Siehst du ja hier nochmal, die Dividende war sehr lange Zeit extrem niedrig und ist dann durch die Decke geschossen. Und soll jetzt aber dann kaum mehr steigen. Und soll jetzt sogar stabil bleiben, bezogen auf 2018, 2019. Das siehst du dann auch hier, der jährliche Zuwachs der Dividende geschätzt 0%, bei Dürr minus 9% von 1,10 € auf 1 Euro, habe ich euch ja schon erzählt. Das wäre dann hier die Stabilität der Dividende, ist dann bei Dürr ein bisschen niedriger als bei Bridgestone. Wenn du aber die Stabilität des Gewinns dir anschaust, dann siehst du, dass die relativ gut abschneiden mit über 0,8. Da kann nur noch BMW knapp mithalten. Stabilität des operativen Cashflows eher niedrig, aber im Vergleich zu den anderen Automobilherstellern immer noch deutlich besser, kannst du hier sehen. Und dann die Stabilität des Umsatzes. Da ist Bridgestone noch relativ gut mit 0,9. Volkswagen übrigens noch besser. Dürr mit in Anführungszeichen nur 0,74. Aber deshalb, weil sie eben die Howa gekauft haben. Und das war dann der Stabilität abträglich. Das heißt also, also nicht organisches Wachstum, sondern zugekauftes Wachstum, das verzerrt dann die Kennzahlen ein bisschen. Da kann man leider nicht ändern. So, dann würde ich sagen, ich habe euch die beiden Automobilzulieferer hier mal vorgestellt. Es wäre nett, wenn wir eine der beiden Aktien in das Bestseller Challenge Depot aufnehmen würden. Das heißt, ich würde jetzt schon sagen, entscheidet euch für einen der beiden, weil ich muss ja auch mal irgendwann eine Aktie hinzufügen und ich möchte nicht wieder bei McDonald's und Co. enden. Also wir können gerne eine Aktie nehmen, die ja, so eine Standardaktie nehmen, sage ich mal. Aber ich hätte auch gerne mal ein paar Exoten dabei, die was taugen. Okay, freue mich auf die Diskussion in den Kommentaren. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.